Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zu Bravery and Greed mit Henno Kuschinski. Ne, warte mal, ja, Henno und Kuschinski, ja genau. Hack Henno. Hack Henno. Kalle Zmoschinski. Und Kack Kalle. Euer Lieblingskanal. Ja, genau. Wir haben beim Henno dieses Spiel hier, Bravery and Greed, wie ihr schon seht, begonnen. Link ist in der Beschreibung. Da könnt ihr mal reinschauen und hier ist jetzt quasi Teil 2. Richtig. Ein sogenanntes Roguelike oder Light oder wo ist jetzt Light, ja. Ja, ja. Als nicht komplett ein Roguelike ist, ne? Sondern nur ein Light ist. Ist nicht komplett wie Rogue. Rogue ist tatsächlich ein Spiel aus den, ich glaube, 80ern. Und das hat halt dieses Genre begründet. So ein bisschen wie Souls-like Dark Souls, weißt du? Oh, scheiße. Oder Demon's Souls. Ja. Verstehst du? Ja, verstehe ich. Das finde ich gut, dass du es verstehst. Alter, die sind übel Blümelein, ne? Ja, ja. Das ist ja alles wegrasiert. Ja. Ja, ja. So. Ja, basically ist es eine Schnetzelei und wir haben schon den ersten Boss gelegt in der letzten Folge. Henno, wie war das für dich? Das war klasse. Also ich muss sagen, mir gefällt das Spiel echt gut. Ist auf Steam gut bewertet, ist jetzt frisch raus. Ich glaube, ja. November kam es raus. Ja, 3 Wochen knapp. Richtig geiles Indie-Game. Ich habe ja inzwischen echt, also AAA, boah, ist ein Schuhe. Ja. Für Hochsprung. Warte mal. Die Bewegung, okay, also entweder Bewegungstempo kann nicht unter 113% fallen, alles klar. Mhm. Erhöht Sprunghöhe um 14% oder wenn du in der Luft geworfen wirst, hier, nimm die einfach. Ja, danke. Macht es das alles oder muss man eine Sache auswählen? Ich check das noch nicht. Also ich kann mich jetzt hier zwischen den 3 Items, die ich mittlerweile habe, irgendwie entscheiden, wobei... Ja, aber die haben ja verschiedene Modi oder sind das mehrere Effekte und die kann man sich anschauen? Ja, jetzt das weiß ich halt nicht. Jetzt habe ich zum Beispiel, wenn ich jetzt hier die Kette nehme, Item fallen lassen will ich ja nicht. Schild ist nee, ich glaube, die Items nebeneinander, die kannst du halt, also es gibt 4 Slots. Ja. Ne, und in jedem Slot kannst du nur ein Item haben, klar, aber insgesamt kannst du 4 Items haben. Ja, ja. Aber die haben ja unterschiedliche Modi. Oder sind es mehrere Effekte? Vielleicht sind es einfach die Effekte und man kann die durchgehen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel den Stab nehme, muss ich so machen. Achso, den Stab kann ich immer benutzen. Ja, ich glaube, Stab ist ein benutzbares Item, so Zauberstab. Ja, ja. Naja, okay. Also, du bist schon... Hier ist übrigens wieder so ein Tempel. Können wir leveln. Geil. Ach ja, man hat sich ja am Anfang entschieden und jetzt bleibt das so lange, bis man stirbt. 25% Angriff, aber minus 10% Verteidigung. Ja, nehme ich. Alter, Füllhorn. Chance von 15% Nahrung zu finden, wenn du einen Gegner tötest. Heftig. Das ist geil. Weil bei so einem Roguelite, ne, mit Permadeath und langen Runs, da will man halt viel Survivability. Ja. Jetzt habe ich aber diese 32.000 Coins, ne, und ich kann die nicht ausgeben. Also kann ich bestimmt, aber ich weiß noch nicht wie. Pass auf, Maximilian. Du bist schneid tief mich drin. Hier durch, Junge. Ich bin Aragorn, Arathorns Sohn. In weiblich. Und ich habe auch hier diese komische Elfe, die mich heilt. Ja, ja. Wollen wir nochmal zurück? Ja, 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 ja. Ja, wir können erstmal weiter. Wir können uns ciao. Später wahrscheinlich teleportieren. Bella, ciao. Oh, links, ich habe irgendwas getriggert auf der rechten Seite. Sie hassen Garluk, weil Garluk ist anders. Du musst Garluk helfen. Befreien. Ich habe mich nicht... Achso. Frei, oder? Das sind befreien. Ignorieren, angreifen, frei. Ja. Hätte ich jetzt auch... Ich habe für frei gewählt. Bist du... Hä? Ignorieren? Oh. Oh nein, bitte. Garluk wird hier sterben. Ich habe aus Versehen ignoriert, glaube ich. Ich glaube auch. Aber Scheiße. Ich habe auf frei gedrückt. Hm. Sorry. Naja, dann stirb halt. Oh, wer ist er denn? Alter. Oh, bitte verkauf uns Sachen. Reden. Yo. Wertvolle Gegenstände. Ja. Ja. Sehr gut. Zieh dir die Waren an. Also, man muss in den Leveln Händler finden. Oh mein Alter, Gott. Alter, ich habe hier so lilane Handschuhe. Ja, yes, achso, nee, das ist immer nur das Elementar. Gut, verstehe. Aber wir können ja auch richtig Tränke einkaufen. Mach ja, ich. Oh, du hast mir die weggekauft. Aha. Dann kaufe ich das Essen weg. Ja, oh, danke, sammle ich ein. Ja, scheiße, jetzt habe ich keinen Trank. Du kannst die Handschuhe noch kaufen. Ja, aber die brauche ich nicht. Glaube ich, oder? Haben oder jeder brauchen? Angriff erhöht das Angriff. Ja, doch schon.
Oh, das ist tatsächlich gut für dich, oder? Dann kannst du dich rausknüppeln, die Pfeile. Ja, danke. Also, den Shop teilt man sich auch noch. Ja, wegen krass. Greed und Bravery, ne? Da ja, muss man fix sein. Das ist halt das Motto von dem Spiel. Also weil in wie vielen Games ist es so, dass man sich immer abfuckt, obwohl es eigentlich so ein kooperatives Erlebnis ist. Ja, ja. Und hier machen sie es wirklich mal zum Motto. Finde ich eigentlich ganz witzig. Ja. Und ich war bisher sehr nett zu dir, auch in deiner Folge, muss ich sagen. Ich glaube, das muss ich mal ändern. Naja, ich glaube, das Spiel ist auch nicht dafür gemacht, nett zu sein. Deswegen gehe ich jetzt schon mal schnell nach rechts, während du da einfach sinnlos hochrennst. Alter, Diggi! Ja, wobei, warte mal, da ist ja noch eine Ebene. Ich gehe weiter. Alles okay? Nicht sterben, Henno, dann loote ich dich. Oh mein Gott. Hey, au! 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 Ah! Vor allem, ich bin so dumm und ich renne da auch nochmal durch. Und es macht gar keinen Sinn. Ich dachte, da ist da. Oh, hier ist was. Hier ist ein Hund im Käfig wieder. Ja, hol ich mir. Kiba, Digga. Oder Falk? Ich speichere den erstmal. Ja, der sieht diesmal wirklich aus wie Kiba. So. Ja, das ja ne, also wie ich meinte, bei diesen Roguelites. Ich habe nicht schlucken gehört. Immer, ja, danke, ey. Immer richtig viele verschiedene Elemente, die immer random halt in den prozedural generierten Leveln erscheinen. Na, klasse. Klasse. Oh, hier sind Stacheln, muss er aufpassen. Oh, ich hör's da auch ein bisschen rambazambulieren. Ja, warte. Au, au, au! Du gehst einfach durch alles durch, Junge. Ja, ich freue mich. Ich hab dich vorher. Ach, ist aber egal. Ich stand da schon drin. So. Oh, was hat er denn? Aber was zu essen hier? Wie soll man Essen fallen lassen, wenn du die haust? Schön. Naja. Ja, das läuft doch. Ja, super. Oh, warte, irgendwas haben wir noch. Haben wir was vergessen? Ah, ne, hier kommt noch mehr. Oha! Oh, das ist ja ein Knüppel, Peter. Ah, ich hab hier mal Lava gemacht, Digga. Also, ne, muss auch. Wie bei Smash Bros. Hoch, runter. Ja, ja, sicher. Ich streiche noch mal. So. Oh, was neue ist das? Schuhe. Aerodynamische Stiefel. Nehmen wir. Na, sag mal, kannst du mir mal so einen Trank hinwerfen hier? Wie, Sprunghöhe. Alter. Du asozialer Wikester. Oh. Ja, ich werf dir gerne einen hin. Warte mal. So, ne? Nee. Geht nicht. Schade. Scheiße, es geht wirklich nicht. So, aber hier gibt es wieder Vorteile. Ja, das Trinken von Tränken heilt auch Verbündete und Gefolgsleute in der Nähe um 25%. Chance, eine um 40% erhöhte Chance, Tränke zu finden. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Alter, Hilfe. Also auf Leben gehen ist übel Support. Ja, willst ja. du nicht leveln? Nee. Warum willst du nicht leveln, Digga? Hab ich doch schon! Ich hab das schon gemacht, da hast du noch über ihn gesoffen. Achso. Naja. Oh, Essen. Was ist das für ein Glibber hier? Kann ich stell dich weg. Glibber? Nee. Oder? Oh doch, ich bin vergiftet. Doch, das ist Säure. Hilfe! Ich sterbe! Scheiße. Hilf mir, Henno. So, hilf mir. Oh, ich bin richtig low. I try. Scheiße, ich bin wieder in die Säure. Mann, ich fall da mal rein. Du darfst da nicht rein. Ja, ja, I know. Oh, wir haben's. Oh, wir sind ganz schön im Arsch jetzt beide, hör mal. Ja, mein Wichtiger hat mich geheilt und Kiba ist draufgegangen. Ja. Das war nicht gut. Also man darf echt nicht in die Säure. Schon wieder. Ja, besser ist. Geil. Über die ersten tödlichen Treffer im Dungeon mit 1 HP und erhalte 7 Sekunden lang 50% Angriff. Halte zwei zufällige Vorteile, 30% Schaden, wenn unter 50% Gesundheit. Da bin ich eh permanent, das heißt, wir nehmen einfach noch mehr Damage. Perfekt. Hier musst du mit R1 rüber. Oh, scheiße! Digga. Zack. So, wie sieht's hier aus? Oh, scheiße. Wir werden direkt angesprungen.
Eieiei. Ja, Schaden ist bei mir nicht so. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Leben, bin ich early. Vor allem, ich verliere schon wieder permanent Leben. Ja, ja, wir sind irgendwie vergiftet tatsächlich. Ach, nur da sind Stacheln an der Wand. Glaube ich, oder? Ja, oder? Ist ja irgendwie jegliches Wasser. Ja, guck mal, das Wasser hat so Säuren innen drin. Ich glaube, da darf man auch nicht rein. Da sind so grüne Blubberblasen. Aber es geht noch. Ja, ja, wahrscheinlich nur, wenn man eine Zeit lang drin ist. Oh, Achtung. Hey, das ist ein geiler Jump. Oh, ah, au! Ciao. Ich habe noch 30 Leben, Junge. Ich bin allein. Oh ja, Gott, ich lasse dich aber erst. Kannst. Na. Oh mein Gott, habe ich den zerhackstückelt. I tried to help you. Alter, Digga, der Damage. Nice. Wir brauchen Essen oder Tränke. Oh nein, da kommen neue. Ah, ich habe neues Leben. Fuck. Hilfe! Nein! Ich habe null Leben. Fuck, ich bin tot. Ich auch. Scheiße. Oh, ich lebe wieder. Ich wurde wieder belebt. Belebt. Warum? Ach, wegen zweites Leben, ich glaub, ne? Das war diese Karte. Oder? Ich hatte gerade so einen Perk bekommen, dass wenn ich tödlichen Schaden einlange. Oh, geil. Perfekt. Ich, oh mein Gott. Hier ist ein Stab, ein Gletscherflut. Oh, ich habe noch keinen. Finde mal. Wie aktiviere ich den? Du musst gucken. Wahrscheinlich mit Y und dann mit einer Special-Taste, ne? Also bei mir ist Y und dann muss ich noch was drücken. Nee, also bei mir ist nur Kampf. Y. Okay, bei mir ist nur Y, nice. Das ist so ein bisschen Utility, verstehe. Ja, geil. Ja. War easy gelegt. Ja, ja, alle. Na klar. Oh, hier ist wie ein Händler. Glaube ich. Möchtest du, dass möchtest ich du das? Was steht da? Dass ich einen Teil? Oh, verzaubern. Ja, klar. Handschuhe verzaubern. Die Verzauberung wird auf dem Weg stärker. Aber okay. Kann ich das jetzt nachgucken? Ja, auf dem Item habe ich jetzt 20% stehend. Oh ja, also die Effekte sind einfach 20% stärker. Okay, und umso weiter man kommt, umso besser wird das. Geil. Achtung, das sind Stacheln. Und du hast die Plattform weggemacht. Du hast die Plattform weggemacht. Oh. Oh, was ist das? Hebel? Ein Hebel? Ah, ein Rätsel. Ah, okay, einer muss durch. Ach so. Hä? Man kann doch einfach so. Ach, dann geht die Tür nicht auf. Verstehe. Wie macht man die Hebel an? Nur nach unten drücken. Ach so. Hm. Und jetzt? Hä? Wahrscheinlich. Nee, den machen wir wieder weg. Warte, lass mich mal. Nee, den machen wir wieder weg. Nee, warte mal. Und der macht ja die beiden letzten und den ersten. Okay, verstehe. Ja, dann. Und der? Der macht wahrscheinlich noch mehr weg, ne? Nee, das geht nicht. Okay, der ist Katastrophe. Aber warte mal, wenn wir den mittleren. Warte mal, wenn wir den jetzt ankriegen. Nee. Aber der hier hat doch den gemacht. Den hier noch. Und oder? Den weg. Und der macht doch. Ja! Ja. So. Ist ja einfach gewesen. Easy. So, da wird geschnetzelt. Ist das geil? Schön. Ja, ja, wurde geschnetzelt, Digga. Oh, da kommen noch mehr. Oh, ich hab richtig kassiert. Du auch. Ich bin ein Kassierer. Das Geile ist, ich habe so ein bisschen Live-Leech mittlerweile. Das ist ganz echt? Nice, ja. Bis 50% leech ich mich immer hoch mit tödlichen Stößen. Krass. Ja, ja.
Und da ich ja auch unter 50% mega Schaden mache, das stackt, weißt du, das synergiert. Ich hab's raus, das Game. Geil. Ich merk's, ist ja heftig. Ja, Mann. Rolle, Digga. Oh. Schön. Da kommen noch Gegner raus, glaube ich. Oder? Nee, kann ich. Nee, war Belono. Alter, du bist ja full life. Naja, klar. So. Teleportieren irgendwo hin? Ich würde nochmal, ob wir was vergessen haben. Sieht aber alles gut aus, oder? Ja, dann mal. Es gab noch einen, so ein. Ja, gut. Bossversteck. Ah, okay. Ja, bin ja gespannt. Okay, ich mal wieder Nahkampf. Ja, ja. I try to dodge. Und hier Y aktivieren. Okay, Alter, Digga. Aber der muss auf Feuerschaden ohne Ende kriegen. Go! Ha, ich hab gedodged. Au! Oh, ah! Oh, hier sind Pilze. Es spawnt irgendwelche Homies. Oh shit. Okay, ich geh mal wieder ran. Versucht die Pilze zu töten. Die vergiften ohne Ende. Ja, ja. Ich bin auch richtig im Arsch. Ich bin tot. Ich bin einfach tot. Aber meine Pose ist auch schlecht. Man muss halt echt arschviel dodgen einfach. Ja, ja. Ach, scheiße. Ah. Ja, aber das war doch mal ein nice Look. Wir können jetzt mal gucken, was wir jetzt noch mehrere kriegen. Truhen. Zwei Lootboxen. Ah. Feurige Handschuhe. Ah, habe ich auch. Können ab jetzt im Dungeon gefunden werden. Ja. Ja, da, also genau, man findet aber immer Sachen. Oh! Neuer Elfenbogenschütze als Anhänger. Heftig. Also den befreien oder was? Ja, irgendwie so. Noch eine Kiste. Oh. Stärke. Panzerhandschuhe können eine zusätzliche Fähigkeit erhalten. Monsterschaden wird um 25% verstärkt. Der Tod ist okay, gleich also um die diese Ecke. Karten haben verschiedene Vor- und Nachteile für einen Run und man kann die vor einem Run auswählen. Die Liebenden. Die Spieler binden ihr Schicksal aneinander und teilen sich einen Gesundheitsleiste. Ui. Das ist auch interessant. Ja, aber da würde ich sagen. Das war jetzt so Second Look-mäßig. Schreibt gerne mal in die Comments, was ihr so von dem Game haltet. Und wer weiß, vielleicht schauen wir dann nochmal zusammen rein. Weiß man ja nicht. Ich glaube, das kann man auch actually zu viert auch richtig gut spielen. Das kann man, vor allem kann man das auch zu viert spielen. Ja, genau. Also zumindest müssen halt dann alle Bock drauf haben, klar. Ja. Und es ist auch nicht leicht. Also es ist kein jetzt so Chill-Game. Ja. Aber ja. Ah, es kann immer der Lobby-Leader entscheiden, welche Karten da ausgewählt werden. Ja, ich sehe es gerade. Ja. Gut, das war's an einer Stelle erstmal. Schaut, wie gesagt, bei Hanno vorbei in der ersten Folge. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Na, tschüssikowski, adieu mit Ö.